Ja, ach so, warte mal, den Torf habe ich ja oben, das brauche ich nicht. Habe ich ja alles schon gemacht. Ich brauche nur Stöcke. Ach, guck mal. Ah ja, jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Trauben in den Eimer krieg. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die wachsen jetzt einfach ein paar Mal, bevor ich sie abreißen kann. Ah, das ist jetzt doof. Okay, das ist jetzt echt doof. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Trauben in den Eimer krieg. Wahrscheinlich brauche ich dafür noch ein Rezept. Warte mal. Brauche ich dafür ein Rezept? Gut zu wissen, dass ich einen Zombie-Weinberg bauen kann. Krankenpresse. Ah, sehr gut. Einmal Traubensaft. Ach du Scheiße. Gut. Davon brauche ich doch schon eine ganz schöne Menge an Trauben. Gut, aber die kann ich jetzt hier einfach mal lagern. Ach du Kacke. Den werde ich verbrennen. Erstmal Fett raus und dann verbrennen. So. Also, ich muss jetzt auch erstmal in der nächsten. Sagen wir es beim nächsten Mal noch ein bisschen Holz hacken. So. Ich gehe jetzt mal noch zum Bergbau da hoch. Ich will jetzt wissen, was ich da brauche. Wenn ich was brauche. Weil dann werde ich den Zombie, den ich da habe für den Weintransport, werde ich mal abziehen, weil, ja, da brauche ich noch ein bisschen, bis ich da alles zusammen habe. Und ich muss mal gucken, wie ich Samen vermehre. Das wird ja auch irgendwie gehen, denke ich. So.
Zombie-Steinbruch links und Zombie-Steinbruch rechts. Okay, also ich brauche 8 Balken, ich brauche 4 Nägel und eine Spitzhacke, und zwar für beides. Für die Transport brauche ich auch 8 Balken, 4 Nägel und 2 Papier. Ich glaube aber der eine, der reicht da erstmal aus. Wenn ich gerade da bin, mache ich jetzt gerade mal noch ein bisschen Eisen da oben ab. Das brauche ich ja dann. Und dann hat mein Freund da auch was zu tun. Brauche ich auch noch ein Steinlager. So, was. Was kostet denn das Steinlager noch? Steinvorrat sind auch 8 Balken und 8 Nägel. Ei, da brauche ich ein bisschen was hier. Okay. Och, eine Schnellreise wäre echt gut. Gut, ich brauche momentan ja keinen Glauben groß, deswegen reicht es, wenn ich eine normale Predigt dann halte. Da muss ich, also wenn ich dann bei der Kirche bin, dann muss ich mich jetzt nicht mit der, mit den Kerzen abrackern. Da kann ich die sammeln für besondere Predigten. Aber was ich jetzt noch gucken will, ob ich mir irgendwie von dem Geld einen Bonus kaufen kann, das ich aktuell habe. Gucken wir mal. Bürger habe ich alles. Rechtmäßiger Bürger habe ich. Ein Aristokrat kostet 12 Gold. Lächerlich. Scheiße. Okay. Naja, die Bäume wachsen ja übrigens doch nicht nach. Reicht mir jetzt schon. Oh, okay. Ich habe gedacht, ich könnte einen Bärensaft trinken und dann würde ich einen kleinen Bonus kriegen.
So, mit dem Wackelpudding sollte ich es hinkriegen, mich da jetzt durchzufriemeln. Ich mache jetzt nur als erstes die Kisten hier. Okay. Ich darf nicht vergessen, das ist nur das Zeug, das ich brauche für die Kisten. Genug Ressourcen, was fehlt denn? Achso, ja, die Nägel fehlen noch. Ja, mal gucken, was ich noch an Nägel raushauen kann. Ah, geil, 22. Ist ja so gut wie gar nichts, super. So, jetzt habe ich wenigstens die wöchentliche Lieferung fertig. Okay, jetzt nochmal pennen gehen. Mal kurz rechnen. Von den Eisenbarren brauche ich jetzt noch Nägel. Wenn ich Glück habe, reicht. Ich muss ja eh in der Kirche jetzt vorbeischauen, weil ich noch zwei Papier brauche. So, da brauche ich auch noch nichts klein zu machen, weil es ist jetzt eh das Zeug drin. Also, das passt schon. So, und das Problem ist, ich brauche jetzt aber noch zwei Spitzhacken. Na, warte mal, Papier muss ich nicht holen, weil das habe ich ja da oben drin. Ja. Wusste ich es doch. So. Okay. Werkzeug. Dafür brauche ich einen Eisenbarren. Super. Ah, beeil dich mal. Ja, Moment, das Hanf brauche ich. So. Ich hätte ja jetzt eigentlich am Rand vom Garten gucken können, ob es reicht, aber ja, sehe ich ja jetzt von hier aus auch. Ich glaube nicht, dass die Trauben jetzt schon so weit sind. Nö. So, ich brauche noch mal 1, 2, 3, 4 Torf.
Und die Traubenkerne. So. Ja, zwei Eisen, super. So. So. Jetzt noch ein bisschen Hanfseil herstellen. Da habe ich aber gut. Das reicht auf jeden Fall für die 50. Sehr gut. Ich hol die Leiche gleich mit. Ich hol gleich den Zombie mit. Es wäre schneller gewesen, wäre ich jetzt durch die Kirche, fällt mir jetzt gerade so ein. Moment. Technologien. Ich muss mir auch die Zombie-Gärten. Ach doch, guck mal, die Zombie-Gärtnerei habe ich ja. Könnte ich machen. Hm. Das war, glaube ich, hier. Genau. Den Abbau. Dann brauche ich hier den Marmorabbau. Jawohl. So, und dann kann ich nämlich... Ach, guck mal, den kann ich jetzt freischalten direkt. Super. Mal her, mit Alkohol wird es noch dauern. Da kann ich mir einfach eine neue Leiche farmen. Wieso darf eigentlich eine Leiche nicht verfault sein? Ich meine, so scheißegal. Sie läuft ja dann eh rum und gammelt vor sich her. Gut, dass die Zombies keinen Verbrauch haben, dass sie bleiben. Das wär heftig. Ist halt die Frage, ob ein Zombie-Transport ausreicht dafür. Naja. Das ist zweimal einfach Stein. Was ist mit dem Eisenerz? Wer bringt mir das? Gar keiner oder was?
Hey Kollege, du machst ja auch Stein, oder? Okay, der macht auch Stein, aber verdammt nochmal, was ist hier mit denen? Ich meine, da muss doch auch mal irgendwie was. Ich meine, wie kann ich das holen? Was muss ich da machen? Kann ich da gar nicht platzieren. Also ich verstehe es nicht. Marmor habe ich ja. Toll, aber. Na, die machen wenigstens was da unten. Da oben meine ich, nicht da unten. Bleibt das Eisen wirklich an mir hängen? Ich hoffe, das kommt von der Story später, dass es noch funktioniert, weil es wäre nervig. So, der Typ darf jetzt hier erstmal transportieren. Im Endeffekt habe ich jetzt hier alles, was das. Ja, im Endeffekt habe ich alles, was ich da abbauen lassen kann. Also. Ich verstehe es nicht, wieso das da nicht geht. Ich verstehe es absolut nicht. Außer ich lerne es später durch irgendeinen anderen Perk, keine Ahnung, aber ich glaube es eher nicht jetzt. So, dann machen wir das noch den Gottesdienst und dann würde ich sagen, Leute, war es das für heute. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal wenigstens einen Stein. Den Stein kann ich auch verkaufen. Das ist jetzt schon, dass ich da ein regelmäßiges Einkommen habe. Auf jeden Fall jetzt noch schnell den Gottesdienst. Ich sollte dann auch die Punkte haben für eine weitere Belebung, weil ich denke, beim nächsten Mal kriege ich es hin, dass auch die Winzerei läuft, dass wir eine Alkoholversorgung haben. So, der Friedhof muss auf 200. Eieiei. So, allein das da. Ich habe ja noch Punkte über. Ich habe einen eingesammelt. Jetzt gibt es noch zwei, also 10 Punkte. Ich krieg's pro Woche, würde ich hinkriegen, einen Zombie zu beschwören. Reicht für mich völlig aus. Ja. Ah, guck mal, wir haben da ein paar Sachen, die nicht erforscht sind. So, dann hole ich mir doch jetzt gerade noch die Punkte.
So. Ich weiß nicht, welche Geschichte ein Balken erzählt, aber sie wurde erzählt. Ich brauche unbedingt Bienenwachs hier. Mal aus Interesse, was kostet eine Zombie-Gärtnerei? Wenn ich das nämlich nicht mehr hätte, das wäre eigentlich ganz geil. Ja, ich denke, in ein oder zwei Tagen ist das da oben soweit. Farm, 3 einfache, 5 Planken und 10 Nägel. Das habe ich, glaube ich, sogar alles da. Vielleicht die Nägel, aber das ist das Einzige. Ja, ich muss nur die Nägel. Bisschen windig heute. So. Der hat gar kein Fett. Furchtbar. Weg damit. Ab mit der. Die nächste Leiche im nächsten Stream. Die kann ich dann wiederbeleben. Dann gucke ich mal, was die in meiner Gärtnerei, ob die was machen kann. Das wäre ja eigentlich schon geil. So. Ah, 3 einfache Eisenstücke, nicht 2. Kein Problem, habe ich auch schnell. So. Okay, eieieiei. Okay. Wow. Gut, da muss ich einiges kaufen. Eieiei. So. Momentan gibt es ja viele Nuggets und so ein Zeug dabei. Eieiei.
ganz blöd geguckt. Wie sieht's da aus mit den Trauben? Sind die fertig? Die sind fertig. Ich glaube, die werde ich abbauen da oben und werde sie alle hier runterschleppen. Das ist, glaube ich, einfacher für die Nerven. So, das heißt zwei Zombies. Einer zum Gärtnern. Dafür brauche ich aber jede Menge Samen. Und ich habe ja jede Menge Geld. Fällt mir jetzt gerade mal so ganz blöd ein. Und einen für den Transport. Ich glaube, für den Alkohol reicht es noch nicht. Ah, ich habe jetzt gedacht, er wird da rumlaufen und automatisch alles machen. Nein. Wir machen nur noch das, dann höre ich auf. Ich hasse es. Wieso sage ich sowas? Ich meine, es funktionieren tut es ja eh nicht. Na, ich muss ja eh mit dem Sohn da quatschen. Das ist ja jetzt auch okay. Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein. Wegen der Weinflasche. Ich weiß, dass es eine dumme Frage ist, aber trinkst du zufälligerweise Wein? Was? Woher wusstest du das? Okay, vielleicht doch nicht so dumm. Kannst du mir deine Flasche leihen? Also ich könnte diese Flasche geben, wenn du mir versprichst, es meinem Vater nicht zu verraten. Abgemacht. Ha! Das ging ja schnell. Ey, dein Sohn säuft. Erzähl ihm von der Flasche, was? Ernsthaft? Was für ein Arsch bist du, bitteschön? So, Kürbis. Ich hab ja die Kohle. Mein Freund, es ist meine Pflicht, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass dein Sohn Wein trinkt. Riech an dieser Flasche, die er mir gab. Mein Sohn trinkt Wein! Ich bring ihn um. Außerdem ist das meine Flasche und du kannst sie nicht haben. Das macht dann bitte 5. Verdammt. Naja, er kann mich jetzt besser leiden. Dafür ist das letzte Mal, dass wir den Sohn sehen. Mach's gut! Ah. Danke für die Leiche. Ich kann Karotten machen lassen. Also, ich brauche den Zombiesaft und den Glauben. Ja, aber erstmal gucken, ob der Fett hat. Ich brauche ja Fett. Ah, er hat Fett. Super. Ah, jetzt, wo das mit den Zombies läuft, ist es
viel beruhigender. So. Ich muss ja den Wein noch abgeben. Ob ich da was herstellen kann jetzt schon. Ein Eimer Traubensaft, super. So, und ich brauche 2 Eimer Traubensaft. Okay. Tja, das sind ein paar Ernten, die ich dann brauche. Beet mit Stöcken, ich brauche Stöcke. Die Linsen müssen da auch wachsen, oder was? Ach, die kann ich da unten gar nicht wachsen lassen. Das geht nur oben, oder was? Oh. Kann ich mir ja hier auch gerade wieder die Traubenkerne geben lassen. So, gut. Aber das war's jetzt wirklich. Es wird jetzt pennen gegangen und dann war's das jetzt auch heute Abend. Sniper Elite 5 mit dem guten David um 20 Uhr, Leute. Verpasst es nicht. Und so wie ich den Pete kenne, werden wir es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machen und elendig kaputt gehen. Also, macht's gut. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis dann und ciao.